Wir nutzen die Multiball-Wand, seit sie steht, vor allem nach den Veranstaltungen, die wir hier im Raum auch machen, nach der Gymnastik, nach Sturzprävention oder auch mit oder nach dem Gedächtnistraining. Es war am Anfang den Leuten ein bisschen zu... Sie waren sich unsicher, die Technik, wir sind ja doch im Seniorenheim, aber mittlerweile trauen sie sich schon viel mehr ran, spielen auch damit, also werfen auch selber mal am Ball und öffnen sich der ganzen Sache und nehmen es auch gut an. Wir haben die Multiball-Wand seit 2 Monaten im Einsatz. An der Wand sind ungefähr, also aktiv sind die Bewohner zu 4, 8 an der Wand. Passiv mit Kollegen, die eben dann schauen oder erklären, eventuell auch ausdeutschen mit der englischen Sprache, sind es weitaus mehr, teilweise auch 15, 20. Genau. Es entwickelt sich für die körperliche Fitness und auch fürs Geistige sehr zum Vorteil, weil sie einfach auch die Abwechslung haben, weil es für sie was Neues ist und es nutzen es gemeinsam mit dem Personal alleine noch nicht. Schauen wir mal. Also die körperliche Fitness der Bewohner und auch zur Gedächtnisförderung, zur Konzentration verbessert sich sehr zum Positiven, weil die Bewohner es einfach nutzen. Es ist ein vielfältiges Angebot über die Multiball-Wand und es ist für uns ein großer Pluspunkt. Es ist anstrengend, macht aber definitiv Spaß und es steigert auf alle Fälle die Stimmung, also im Kollegenkreis und mit den Bewohnern. Es ist auf alle Fälle stimmungsfördernd. Für mich ist es körperlich aktiv und auch manchmal anstrengend. Ich bekomme positives Feedback, vor allem bei diesem Memory-Spiel. Ich mache gerne Gedächtnistraining mit den Bewohnern und diese Multiball-Wand ist einfach mal was anderes und macht ihnen sehr viel Spaß. Ja. Wir nutzen es unter Kollegen, so in den Mittagspausen oder Mitarbeitertage und es bringt wirklich großen Spaß. Ja, genau. Zum Beispiel hau den Lukas, dieses Aloysius Memory auch. Der Unterschied zum normalen Alltag hier bei uns im Heim ist einfach, dass wir über diese Multiball-Wand viele verschiedene Angebote zusammenfassen können. Die Leute müssen sich körperlich anstrengen, wir haben da die Gymnastik mit dabei, sie müssen sich auch was fokussieren, konzentrieren, auch visuell. Und dadurch haben wir einfach auch viele verschiedene Aspekte, die unsere Bewohner fördern, mit dabei. Wir sind auf die Multiball-Wand gekommen über einen Artikel in der Zeitung, Fachzeitschrift. Ich war sofort begeistert, dachte mir, Seniorentablet kann jeder, so eine Wand, das wäre mal was anderes. Hab mich dann im Internet informiert, mir die Filme auf YouTube angeschaut und ja, dann gesehen, es gibt ein Preisausschreiben und wir haben gewonnen und seitdem haben wir die Wand seit 2,5 Monaten, die fleißig genutzt wird. Die Multiball-Wand wird eingesetzt für die Bewohner zur Beschäftigung, zum Gedächtnistraining, zur Aktivierung, aber auch die Mitarbeiter sind ganz begeistert. Jeden Freitag ist hier offenes Spielen an der Multiball-Wand zum Kennenlernen, weil nicht nur die Senioren sind zurückhaltend bei neuen Dingen und bei Technologie, auch die Mitarbeiter haben Berührungsängste. Aber mittlerweile wird sie gut genutzt. Die Mitarbeiter bringen auch ihre Kinder mit und dann ist hier richtig Leben in der Bude. Besonders gut an der Multiball-Wand gefällt mir, dass jeder mitmachen kann. Egal welches Alter und auch bei unseren Senioren, ob sie im Rollstuhl sitzen, ob sie stehen können oder einen Rollator benutzen. Jeder kann mit seinen Fähigkeiten noch mitmachen, sitzen, stehend. Ja, jeder ist dabei.